So, hallo, willkommen meine Damen und Herren zu Reingespielt, unserem Format, wo wir kleine Perlen, vielleicht große Perlen, mal kurz euch vorstellen oder zeigen. Und da jetzt aktuell gerade Next Fest auf Steam läuft, gibt es einige Demos zum Spielen. Und ich habe mir eins ausgesucht, weil ich so ein alter Retro-Hengst bin. Und zwar Dread Templar, ein Retro-Shooter. Das probieren wir heute. Also, viel Spaß, guckt so und lernt heraus. Ja, es ist eine schöne Heavy-Metal-Musik schon mal am Start und das gefällt mir ja mal schon mal richtig. Play Prolog. Ja, es ist eine Heavy-Metal-Mucke vom Allerfeinsten. Und es sieht auch Retro-Style aus, natürlich, ganz klar. Hier wäre das Tutorial, das habe ich mir vorhin mal kurz angeguckt. Also ich weiß schon, wie es funktioniert. Darum gehen wir direkt ins Spiel. Es gibt Bullet Time, es gibt Katanas, es gibt Feuerwaffen. Ja, das ist hier wie bei Quake 1, noch in diese Portale zu springen. Nee, aber guckt es euch an, es ist fantastisch gleich. Ich zeig's euch. Es ist, ja, eine Demo. So fangt's an. Hier, ich habe hier Katana. Kann ich aber auch umbauen als Speer. Zack, hat einen Cooldown. Muss man kurz abwarten. Ja! Es ist eine fantastische Musik. Und ich kann hier mit Zack auch noch so fortdashen. Hat auch einen Cooldown. Und Bullet Time ladet sich oben dann voll. Aber ihr werdet sehen. Jetzt geht erstmal rein. Oh, ist nichts drin, ne? Yo! Geht schon mal gut los. Oh, der schießt aber... Der schießt aber scharf. Oh, es ist von... Oh, Munition ist auch gut. Also, wenn ihr Zeit habt, geht mal und checkt die Demos aus, was es da aktuell gibt. Und das hier macht schon einen Eindruck der Extraklasse. Es macht fantastisch und Spaß. Oh, warte mal, ist hier ein Geheimnis? Hä? Da hoch? Hm, I don't... Oh! Jetzt muss ich dich abschlitzen. Ah! Es splattert vom Feinsten. Ich weiß leider nicht, was das für eine Engine gerade ist. Vielleicht ist das auch eine eigenentwickelte Engine. Könnte sein. Aber es macht wirklich fantastisch schon mal. Es macht wirklich Bock. Also es geht da entlang und da entlang. Ah, zwei Wege. Drei Wege. Oh Gott. Wisst ihr was? Ich gehe mal da unten entlang. Ah, da war nur eine Abstellkammer. Auch nicht schlecht. Halt! Nee. Die Mucke ist ja hammergeil. Oh! Meine Herren! Oh, zwei, beidseitig. Ah, es ist fantastisch mit Double Barrettas, nenne ich schon. Oh, da schießt auch wieder einer her. Gut, ich tue erstmal hier ein bisschen rumschnattern. Ist so eine, also wenn ihr Ward of Ruin, heißt das so? Ward of Ruin? Das redet schon. Ward of. Nee. Wrath auf, genau. Ist so eine. Hat so ein ähnliches Feeling gerade. Wenn ihr das kennt. Erstmal hier, Daikatanieren. Cannot open from this side. Oh. So hoch. Oh, ein bisschen Leben war auch nicht war notwendig. Ach, hier komme ich rein. Ah, ein Hebel. Oh, da öffnet sich was. Fantastisch. Munition gibt es auf jeden Fall schon mal genug. Das ist schon mal schön für mich. Da kann ich ordentlich rumballern.
Und dieser Retro... Ah! Da stand aber nada! Ah, scheiße! Hab ich mich erschrocken. Ja, Bullet Time ladet sich gerade noch auf. Oh, da ist... Ist das ein Nebel? Ah ja, tatsächlich. Ist irgendwo ein Geheimnis aufgegangen. Ist ja fantastisch schon mal, meine Damen und Herren. Die Musik ist schon... Ja, das ist schön. Eine schöne Heavy-Metal-Mucke. Und die Grafik sieht fantastisch aus, meine Damen und Herren. War da oben nicht so ein... Nichts blöd? Doch, da war doch irgendwo so ein Kanal, doch nicht? Nee, okay, dann muss ich hier nochmal zurück. Geht schon los. Geht schon los. Ja, wenn man... Ah doch, hier geht's... Oder kam ich da her? Ach ja, da kam ich ja her. Aber ich muss ich noch... Ah, da geht's auch weiter. Wahrscheinlich habe ich irgendwo ein Geheimnis vergessen. Wow. Yo. Sehr schön. Oh, da gibt's eine Schrotflinte. Das mag der Hut doch sehr. Oh, Schrotmunition. Sexy. Das macht wirklich... Warte mal, dann nehme ich jetzt doch mal meinen Hacke. Ja! Baby, es gibt eine Schrotflinte. Ja, yeah, oldschool Schrotflinte. Ja, fantastisch. Shred Templar, ich sag's euch, das macht schon mal einen Eindruck. Da, das hat einen Hut. Fabialös verzaubert, mein Gott. Oh, jetzt muss ich rüber dashen hier. Oder auch nicht. Ah, da oben gibt's aber auch was, warte mal. Ah, halt hier entlang. Ne, haben wir hier. Ah! Jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Springen und dann vordashen. Bam! Ah! Autosave! Ah, sehr schön. Yes. Das ist ja fantastisch. Es ist ja sexy. Es ist wie ein altes Spiel. Ich drehe bald durch. Es ist wirklich geil. Mit einer Heavy Metal Musik. Oh, jetzt habe ich aber Scheiße gebaut. Mach mal kurz ein paar schnelle Knarren. Oh yeah! Das macht ja unglaublich Spaß, meine Damen und Herren. Es ist auch nicht überfüllt oder irgendwas, zu schnell, zu dreckig. Es ist genau richtig bis jetzt. Exactly fun. I tell you. So. Ah nee, warte mal. Wie komme ich da ran? Hier drauf? Nein, auch nicht. Ach, hier. Ich depp. Ah, perfekt. Es hat wirklich einen fantastischen Stil. Aua! Hier habe ich aber in die Schnauze geschossen. Ah, da kann ich auf dem zweiten... Ah, der trifft mich immer irgendwie. Okay. Oh ja! Sau, was sind das für Kreaturen? So, jetzt schauen wir uns mal hier mal um ein bisschen.
Also die Mucke ist ja ehrlich, also die muss ich dir einmal anziehen. Anpfeifen dann. Oh, ein Geheimnis. I have found einen. Oder auch nicht. Das ist fantastisch. Oh, jetzt ist meine Bullet Time voll. Die setze ich dann ein, wenn es gefährlich wird. Wenn es wirklich zu viel wird. Der war jetzt aber schnell. Was ist das für ein Herz? Aber warte mal, was bedeutet das Ding hier? Das wird noch interessant jetzt. Achtung. Jetzt wird's schlimm, glaube ich, meine Damen und Herren. Jetzt wird's richtig schlimm. Ah, okay, er ist noch locked. Locked. Oh, dann hat's vergessen. Ah! Sparen wir mal ein bisschen Munition. Oh fuck. Versuch mal darüber zu jumpen. Es hat geklappt. Aber da unten ist ja auch irgendwas. Ein Aufzug. Ah doch, okay. Ah, Red Key. Haha, ich habe auch keine. Im Hut macht Spaß. Ja. Das ist fantastisch. Es ist, als würde ich echt, das ist echt abgehört. So eine Mischung aus Quake 1. Das ist aber geil. Bisschen Blatt, weil durch diese Freaks da, wo du rumlaufen. Ja. Total abgefahren, wirklich. Also wirklich. Fantastisch. Kann ich jetzt hier drücken? Nee. Nee. Warte mal. Irgendwas habe ich vergessen. Und die Heavy Metal Musik ist fantastisch. Es ist fantastisch, wirklich. I love that! Okay, Red Key, aber bin ich jetzt irgendwo falsch gelaufen? Oder geht's hier noch irgendwo lang? Nee. Hier geht's ja nur hoch. Ich glaube, ich muss nochmal zurück, meine Damen und Herren. Muss hier irgendwas verpeilt haben. Ich laufe jetzt nochmal hier zurück. Und dann schau mal, ob ich. Ach, hier rein noch. Stimmt. Yo! Fantastisch. Also ich habe das Spiel noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Jetzt sieht durch die Demo. Es ist... I love it. Wirklich. Es ist fantastisch. RIP. So. Das probieren wir jetzt hier noch, meine Damen und Herren. Was hier passiert? Ah, hier geht's runter. Dann nehme ich noch eine Schrotflinte mal. Wow.
Ich mache jetzt mal echt die Zeitlupe rein. Ja. Jawoll! Ja, fantastisch. Jetzt muss ich halt wieder auffüllen. Egal, das war eine schöne Zeitlupe. Oh, okay. Ah, Hammer. So, jetzt aber. Jetzt gehe ich mal noch da rein, meine Damen und Herren. Und dann ist das reingespielt für heute mal erledigt. Habe ich hoffentlich euch einen geilen Tipp gegeben. Oh, oh. Was passiert? Rückgame? Ah! Was ist das? Ah, okay, da kann man noch irgendwas hochschrauben. Der Upgrade-Altar. Oh, das ist ja sexy. Oh. Nein! Ach so. Ach, da gibt's leider noch, glaube ich, gar nichts. Ah, doch, hier. New. Increased Pistol Damage. Okay, die Damage habe ich jetzt hochgeschraubt wohl. Ach, okay. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ich glaube schon. Also die Pistol Damage ist wohl nach oben geschraubt. Oh yeah. Oh scheiße, da sind aber viele los. Da ist die Red Card, glaube ich. Oh, und hier kann ich schäfen. So, yes. Einmal gesaved. So, die Red Card nehme ich jetzt hier schnell noch. Wo komme ich jetzt hier hin? Ach Gott, das Loch habe ich gar nicht gesehen. Krass. Ah, okay, jetzt muss ich aber eins weiter hier noch. So, meine Damen und Herren, das war eine lustige Heavy Metal Runde mit dem Hood heute mit reingespielt. Ich hoffe, ihr tut Wishlisten, das wäre doch fantastisch, weil das ist ein echt cooles Game. Es macht fantastisch viel Spaß, muss ich wirklich sagen. Deshalb muss das auch noch testen. Und ja, das war vielen Dank fürs Zugucken bei reingespielt mit dem Hood heute mit Dread Templar, genau. Sehr geil. Und ja, das war's eigentlich, meine Damen und Herren. Ihr wisst ja, Glocke aktivieren und so weiter und so fort. Und unser Sendeplan ist ja vollgepackt mit interessanten Sachen. Das war's, euer Hood. Viel Spaß bei die Woche durch. Bis dann, zum nächsten Mal. Ciao.